Zeuge Nikolaus Klimischin, USA, technischer Zeichner, 56 Jahre, 141. Verhandlungstag, 5.3.1965. Detroit. In Detroit. Und sind von Beruf? Ich bin von Beruf ein Zeichner in Amerika, aber ich bin Doctor of Philosophy in ukrainischen Literatur, aber das kann ich nicht jetzt brauchen, denn ich bin nicht in Ukraine. Ja, also Sie sind zurzeit technischer Zeichner, oder? Das stimmt. Ja. Herr Zeuge, Sie sind von der Verteidigung benannt worden. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Jawohl. Ja. Herr Zeuge, Sie waren ebenfalls im Lager Auschwitz. Jawohl, ich war dort von dem 8.8.42 bis 19.12.44. Ja. Und wo sind Sie verhaftet worden? Ich wurde in Zhytomyr in Ukraine, circa 60 Kilometer von Kiew verhaftet worden. Westlich von Kiew, ja. Und Sie sind warum verhaftet worden? Kann ich das breiter sagen? Nein, es würde uns nur interessieren, ob aus politischen Gründen oder aus sonstigen, rassischen oder sonstigen Gründen. Aus den politischen Gründen, denn ich war sehr nahe zu der Gruppe, welche die freie ukrainische Stadt erklärt hat und die ukrainische demokratische Regierung gebildet hat. Also aus politischen Gründen sind Sie verhaftet worden und kamen am 8.8.42 nach Auschwitz. Jawohl. Herr Zeuge, wo haben Sie denn gearbeitet im Lager Auschwitz? Im Lager Auschwitz habe ich im ersten Kommando, Kleberkommando, gearbeitet. Das war ein Kommando, welcher Aufgabe gehabt hat, die Blöcke, welche sehr mit Läusen und Flöhen verfüllt waren, zu kleben, die Fenster und die Türe für die Vergasung vorbereiten und zu desinfizieren. Es war ungefähr 3,5 Wochen. Yeah. Nachdem habe ich bei der Beseitigung der Baracke gearbeitet, denn Konzentrationslager Auschwitz, vor dem ich gekommen war, war gebaut so, dass die hohen zweistöckigen Häuser waren mit den einstöckigen Baracken vermischt. Nachdem die das entziffern haben, die haben das die Baracken rausgeschmissen. Ja. Und dabei habe ich gearbeitet circa 4 oder 5 Wochen. Ja. Nachdem es war vergast und Gas ging aus, ich habe diese Blöcke sauber gemacht. In der Zeit, ich habe zu sogenannten Arbeit, das war Stubendienst, zugeteilt. Aber wir haben die Blöcke vorbereitet für die Leute, für die Häftlinge, welche dort reinziehen sollten. Wir sollten die Fußbodenwände waschen und dann die Bette bringen, Strohsäcke laden. Es dauerte auch, ich kann nicht sagen, 3 Wochen. Ja. Und von dieser Arbeit wurde ich zu dem Steinbruch eingesetzt, aber
Von diesem Kommando bin ich entlaufen und ich habe in diesen Kommando, welche sauber gemacht hat, mich eingedreht. Ja. Ja. Das waren nur 2 Tage, dass ich die Steine gebrochen habe und 5 Kilometer aus dem Lager mit den Garen ausgefahren und davon die noch nicht gebrochene Steine eingeführt. Das war sehr schwere Arbeit und ich habe entlaufen. Das gelang mir und ich habe in diesen sauber machen Kommando gearbeitet. Aus diesem Kommando wurde ich auf Block 7a überführt und ich war dort nicht ganze Woche und dann wurde ich zu dem Straßenreinigerkommando zugeteilt. Es war schon nachdem, wann die Ukrainer, politische Häftlinge, wurden in gemeinsames Kommando aufgeteilt und ich arbeitete zu dem späten Herbst in diesem Kommando. Nachdem wurde ich in Kartoffelschälerei überführt, aber dort ich konnte nicht arbeiten, denn den ganzen Tag sollte ich in Wasser arbeiten. Meine Hände waren geschwollen und ich meldete mich zu der schwereren Arbeit, die Kartoffeln zu tragen. Eines Tages, wann ich eine Trage mit Kartoffeln getragen habe, habe ich gesehen, den Unterscharführer Stark, er war in der Stube und hat nachgeguckt und hat die Häftlinge gefragt, wer ist der Mann? Und zeigte auf mich. Und die sagten ihm, ich bin Ukrainer. Und er hat mir gesagt, das zu schmeißen, rufte mich an sich und sagte, was ich von Beruf bin. Ich sagte, ich bin Student. Und er fragte mich, ob ich Deutsch spreche. Das habe ich jawohl gesagt. Und er hat mich gefragt, ob ich schreiben und Maschinen schreiben kann, Deutsch. Ich habe auch jawohl gesagt. Dann hat er mich rasieren lassen, waschen lassen, hat mir die saubere Kleidung gegeben und hat mich in die Schreibstube der Aufnahmekommando eingeführt. Es war leichte Arbeit. Wann war das ungefähr? Es war ungefähr ersten Tage der 23. Jahres. 43. Jahres, verzeihen. Anfang 43. Jawohl. Und es war nämlich die Sache, die haben viele Ukrainer, die von der Arbeit in Deutschland weggelaufen sind, die haben alle in Konzentrationslager dafür eingesetzt. Und die kamen und die konnten nicht gute Verständigung haben, wenn die vernommen waren, wenn die als Zugänge kamen. Und in diesem Aufnahmekommando, die brauchten Ukrainer, die die Sprache beherrschen. Jawohl, und das war ich und Witoschinski, welcher hier als Zeuge schon war. Ja. Ich habe noch was zu sagen bei der Gelegenheit, dass mein Chef Stark hat dort immer solche Leute eingeführt, welche er dachte, sind nicht vorbereitet, diesen Schicksal aufzutragen. Zum Beispiel, er hat einen kleinen polnischen Häftling, Janek Klimek, ins Kommando genommen, denn er war noch nicht ganze 15 Jahre alt. Er hat ihm gegeben, die kleinen Zettel mit Nummern vorbereiten, welche den Häftlingen gegeben wurden, wenn die neu gekommen sind. Auch hat er einen
16-jährigen Holländer mit seinem Bruder. Die beiden waren Söhne des holländischen Oberst und er hat diese zwei Jungen auch in diesen Kommando eingeführt. Ich wollte auch sagen, dass ich meine, der Unterscharführer Stark hier zwischen Angeklagten ist und dass er, wenn er auf die Front zugeteilt wurde, er sagte uns, ich habe das persönlich gehört, dass er froh und glücklich ist, dass er vom Auschwitz geht. Er wollte aber besser nach Westfront, nicht nach Ostfront gehen. Das ist alles, was ich für den Angeklagten Stark sagen wollte. Nun, von dem Dilewski habe ich gehört, er befindet sich hier und ich wollte sagen, dass Stark hat mich bekannt gemacht mit dem Dilewski. Er war dort damals Unterscharführer, wie ich jetzt weiß, er ist Diplom-Ingenieur. Und er war als Student in Danzig, er war befreundet mit den ukrainischen Studenten, die dort studierten und er hat einige Sätze mit mir gesprochen. Nach diesem Gespräch, er hat mir gesagt, wenn Sie einmal was, welche Schwierigkeiten haben werden, sagen Sie Ihrem Chef, dass er Sie mit mir in Verbindung stellt. Es war von dieser Zeit ungefähr 8 oder mehr Monate vorbei und es ist ein Transport aus Gefängnis in Lviv, was Deutsch Lemberg genannt wird, gekommen. Es waren mehr als 150 Leute. Die waren so ausgehungert. Die haben in das Birkenau eingetroffen. Birkenau und Konzentrationslager Auschwitz I, das war ein großer Unterschied in den Umständen, in den Verhältnissen, Lebensverhältnissen. Und ich habe zum Diplom-Ingenieur Dilewski gegangen und ich habe ihn gefragt, ob er denen was helfen kann. Um Gottes Willen, sagt er, ich dachte, du wirst kommen, um dich alleine zu helfen. Und du kommst für so viele Leute zu fragen, die Hilfe zu fragen. Was ich weiß nicht, ob ich was helfen kann, aber ich werde versuchen. In nächsten Tagen, ich habe erfahren, dass diese Leute vom Birkenau nach Auschwitz I überlegt wurden. Die waren einige Tage in Block 11 und dann die wurden in Block 17 eingetragen und auf dem Block war geschrieben Quarantäne. Und die sollten nicht zum Arbeit gehen. Und das, dass die nicht gleich zu dem zum Arbeit gegangen sind, ich meine, das hat ihnen Leben gerettet. Denn so wie die aussahen in der Zeit, wenn die würden zum Arbeit, gleich zum Arbeit gegangen, sie hätten nicht überlebt. Jawohl. Ich wollte auch sagen, dass ich komme hier um der Gerechtigkeit zu dienen. Ich wurde bei Deutschen aus Gestapo so geprügelt am Anfang meines Verhaftung, dass ich 4 Tage bewusstlos gelegen habe. Ich war 4 Tage. Das habe ich festgestellt, wenn
der SS-Mann, welcher dort, das war aus Gestapo-Mann, er hat, wenn ich mich rührte, ist gekommen und sagte, es war hier 3 Tage vor dem ein Mann, welcher über dich gefragt hat. Ich sage, wieso 3 Tage? Bin ich hier schon so lange? Ja, sagt er, du bist hier schon 4 Tage und du hast kein Zeichen des Lebens gegeben. Da konnte ich nicht gehen, denn alles, was geprügelt wurde, war wie ein Brett. Ja, ich konnte keinen Schritt machen. Und in Zhytomyr war ich einige Wochen, dann in Lemberg, dann in Montelupich und dann wurde ich nach Auschwitz überführt. Ich wollte sagen, dass die ukrainischen politischen Häftlinge, die nach Konzentrationslager Auschwitz gekommen sind, waren in 2 größeren Transporten gekommen. Der erste Transport war am 20. Juli, dann 22. Juli kam Alexander Bandera und dann am 8.8. sind mit mir noch 23 Leute gekommen. Von diesem ersten Transport sind 13 von denen gestorben. Es waren 24 und 13 von denen sind gestorben. Und aus meinem Transporte sind 3 gestorben. Und Alexander Bandera, wenn ich gekommen bin, er konnte mich nicht erkennen. Er war schon so geschlagen, dass er mich nicht erkennen konnte. Ich habe ihm begegnet in dem Lager. Wir wurden geführt und ich habe ihn gefragt, Alexa, du erkennst mich? Wer bist du? Und er war schon so schmal, die Lippen geschwollen und schwarz. Hier hat er blauen Fleck nach dem Schlagen und er war fast nicht geistesanwesend. Aber ich konnte nicht länger mit ihm sprechen. Ich wurde geführt. Nächsten Tag habe ich erfahren, er sei schon in dem Krankenbau. Ich habe gehört, dass Bandera Vasil und Bandera Alexander, die Brüder des Stefan Bandera, bei den Polen geschlagen wurden und wegen des gestorben sind. Ich habe gehört, dass es ist geworden in dem Kommando, welchen der Oberkapo Krall geführt hat. Er hat gearbeitet mit diesem Kommando auf Block 1 und 2, um diese Blöcke zu bauen. Das war Kommando, ich meine Neubau. Das ist alles, was ich sagen wollte. Und in dem Zeitung, in ukrainischen Zeitung, habe ich gelesen, dass die Zeugen sagen, dass die aus Block 10 nach Block 11
gesehen haben, dass Dilewski jemanden erschossen hat. Ich wollte Ihnen sagen, dass es meiner Meinung nach unmöglich ist, denn auf den Fenstern war die Deckung und durch das Fenster, sie konnten nur nach oben sehen. Auf diesen Blöcke waren die Frauen und niemand von Männern, Häftlingen konnte dort kommen ohne dem SS-Mann. Es ist bestimmt, niemand konnte dort sein. Wenn er mit dem SS-Mann gekommen ist und wenn es gedecktes Fenster wäre, ja, er konnte einen Blick werfen und etwas auf dem Hofe sehen. Aber wenn er sagt, dass er durch ein Loch geschaut hat, es war in der Präsenz, in Anwesenheit des SS-Mann unmöglich. Weiter, ich wollte sagen, dass die allen SS-Männer, ob die Gemeiner oder Unterscharführer oder Scharführer waren, wir wussten die nur nach den Familiennamen. Und ich habe den Diplom-Ingenieur Dilewski mehr als 8 Monate gekannt. Ich habe niemals gehört, dass er den Namen Klaus hat. Erst seine Name Klaus habe ich gelesen, wenn sein Rechtsanwalt, ich meine Stube, Straube? Steinacker. Nein, es war der andere, es war 5 Jahre oder 4 Jahre vor dem, er hat einen anderen Rechtsanwalt gehabt. Ich erinnere nicht, Stube oder Straube oder... Konnten Sie mir erlauben, was... Bitte sehr. War das der Herr Isel damals noch? Bitte schön. War das noch der Herr Isele? Nein. Nein. Strube oder Staub... Strube. Ja. Es ist... er hat nach mich gesucht. Und er hat zu dem... zur ukrainischen Verlag geschrieben, ob die einen Mann kennen, welcher von in den ukrainischen Gruppe, Bandera-Gruppe als Älteste war. Und die haben mir diesen Brief nach Detroit geschickt und erst dann habe ich erfahren, dass Dilewski Klaus heißt. Niemand hat die SS-Männer nach dem ersten Namen, nur nach Familiennamen gewusst. Ja, wer hat denn das Gegenteil behauptet? Bitte? Wer hat denn behauptet, dass es anders gewesen sei? Ja, es habe ich erfahren, dass von meinen Kameraden in diesem ukrainischen Verlag, welche ich besucht habe, dass jemand sagt, er hörte, dass Klaus jemanden erschossen hat. Ich wollte sagen, dass in Auschwitz waren 2 SS-Männer, ein Klausen und ein Klaus, welcher nicht gute Aussprache gehabt hat und hat gesagt Klaus und wir haben ihn Klaus genannt. Das ist alles, was ich sagen wollte. Mhm.
Haben Sie etwas davon gehört oder erlebt, dass der Angeklagte Dilewski sich beteiligt hat an Erschießungen? Nein, das habe ich niemals gehört. Nicht ich so. Habe das nur in ukrainischen Zeitungen gelesen. Ja. Aber in Ihrer Zeit in Auschwitz haben Sie davon nichts gehört? Niemals. Nicht. Und wie hat sich denn Dilewski den übrigen Gefangenen, auch den Nicht-Ukrainern gegenüber verhalten? Er war sehr seltsam in dem Lager zwischen den Dritten gesehen. Sie wollen sagen, er war eine Ausnahme? Außen. Ausnahme. Er war im Büro, Arbeit. Er hat arbeitet gesagt, seltsam. Ach, selten. Er war einige Mal in dem Lager gesehen. Größtenteils er hat in der politischen Abteilung hinter den Drahten gearbeitet. Hm. Nun, Herr Zeuge, ich möchte noch einmal zurückkommen auf den Tod der Gebrüder Bandera. Sie haben uns gesagt, dass Alexander Bandera am 22.07. mit 24 anderen gekommen ist und dass von diesen 24 13 gestorben sind. Vasil Bandera war am 20. Nein, ich meine jetzt Alexander. Alexander war am 22. Am 22. Nein, er war allein. Am 22. ist er gekommen. Allein. Ja. Und der Transport von 24 Leuten, von denen 13 gestorben sind, wann ist der gekommen? Am 20. Juli. Am 20. Juli. Und wer war dabei? Dabei war Bandera Vasil. Da war der Vasil dabei. Der jüngere Bruder. Ja. Und der Stefan? Und Stefan war niemals in war Auschwitz. Hm. Er war in Sachsenhausen. Ja. Sie sind am 8.8. hingekommen. Am 8. August sind Sie dorthin gekommen. Jawohl, Herr Vorsitzender. Ja, und da war also Alexander seit dem 22.07. dort. Jawohl, und ich habe ihn einmal gesehen. Ja, und wie Sie ihn gesehen hatten, war er, so wie Sie uns geschildert haben, zerschlagen und wie geistesabwesend, sagten Sie, nicht? Sie sagten, Alexander Bandera war bei einem Baukommando, Sie glaubten, Kommando Neubau hätte es geheißen, unter dem Kral tätig. Ja, jawohl. Ich habe niemals das gesehen. Sie ich habe gesehen. Von meinen Freunden das gehört. Gehört. Und welche Freunde waren das, die Ihnen das gesagt haben? Alle von ersten und von dem ersten Transport. Ja. Denn die anderen haben schon, wenn wir gekommen sind, Bandera Vasil war schon in Krankenbau und wir haben keinen Zutritt dort gehabt. Und Alexander Bandera, ich meine, zweiten oder dritten Tag, wenn wir in Lager eingetroffen sind, ging auf Krankenbau und ich habe ihn nur einmal gesehen. Ja. Beide sind später verstorben. Haben Sie damals, also nicht jetzt neuerdings durch Zeitungen, sondern damals im Lager Auschwitz, etwas davon erfahren, wie die beiden Brüder Bandera ums Leben gekommen sind? Jawohl, das habe ich gehört. Und zwar, wie soll das gewesen sein? Die haben ihnen immer die schwerste Arbeit gegeben und wenn er gefallen hat, die haben ihn geprügelt und Füße gegeben. Ja. Ja. Aber wie es war, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ich kann nicht behaupten. Und dieser Kral, den Sie nannten, war das ein Kapo? Oberkapo. Ein Oberkapo. Jawohl. Wussten Sie das damals schon? Jawohl, wir haben, die Kameraden haben mich ganz genau gezeigt. Ich habe ihn sehr oft gesehen. Kannten Sie ihn von früher schon, den Kral? Nein. 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 Wir haben immer gedacht, er ist ein Reichsdeutscher. Ja. Er hat niemals Polnisch gesprochen. Ja.
Sagen Sie mal, ist die ukrainische Gruppe oder die ukrainischen Gruppen, sind die irgendwie besser gestellt gewesen wie die anderen Häftlinge? Wenn wir besser gestellt gewesen wären, dann würden von den 24 Leuten 13 nicht gestorben. Ja. Hatten Sie dann in der Folgezeit von der politischen Abteilung irgendwelche Bevorzugungen, Vorteile? Nein, nur in diesem Falle, was ich Ihnen vorgestellt habe, dass die sollten in Birkenau sein und auf meine Bitte mit der Hilfe des Unterscharführer Dilewski, die wurden ja überführt und in Quarantäne eingestellt. Wurden von diesen Ukrainern irgendwelche als Spitzeln eingesetzt? Wissen Sie, was das ist? Ein Nein. Spitzeln? Wissen Sie, was ist es? Ich kann das unter schwer sagen, dass die ukrainischen politischen Häftlinge niemals das gemacht haben. Wir waren die, die gegen Deutschen waren. Ich habe hier ein Buch, welchen ich möchte Sie bitten, in die Akten einstellen, denn dort ist sehr genau, wie wir gearbeitet haben. Wir haben die deutsche Regierung, die deutsche damalige Regierung, in die Frage gestellt, ob die unsere Freunde oder die Feinde sind. Wir haben die freie ukrainische Stadt erklärt und die haben uns verhaftet und auf diesem Wege haben die uns gezeigt, die sind unsere Feinde. Und von dieser Zeit, wir haben die Waffen versammelt, welche die Russen nachgelassen haben. Wir haben uns zum dem Austritt mit Waffen vorbereitet. Und solange, wie ich auf Frieden war, ich habe persönlich mit meinen Leuten, ich habe unter meiner Führung 3000 Leute gehabt, wir haben die Waffen versammelt und in den Walden versteckt und in der Zeit, wann ich schon in Konzentrationslager war, die ukrainischen Nationalisten sind mit Waffen ausgetreten als die Armee der aufständischen ukrainischen, die Name ist UPA, ukrainische Partisanenarmee. Und das war schon 1942 in Schitomir? In 1942, die haben angefangen in den Wäldern der Wolenien. Es ist die Nordseite der Ukraine. Die Ukrainer haben viele Hoffnungen gehabt, dass die deutsche Regierung wird verstehen unsere Freiheitsstrebungen und die werden uns unsere freie Stadt, welche wir erklären werden, anerkennen. Aber die haben nicht anerkannt und wir von dem Zeitpunkt ab ersten Tagen Juli 1941, wir haben schon den Krieg begonnen. Es war, wie ich gesagt habe, nicht gleich mit Waffen. Wir haben Waffen versammelt, denn wir bereiteten uns vor. Und ich meine, im Sommer 1942 waren schon in Wolinien einige Gruppen unserer unterirdischen Armee tätig. Wir wollten so lange aufhalten, wie lange es möglich war, um uns besser vorzubereiten. Ja, gut. Sind noch Fragen an den Zeugen? Bitte schön.
Herr Zeuge, kennen Sie den Professor Mirschuk? Professor Mirschuk? Ja. Es sind zwei Namen. Petro Mirschuk ist mir bekannt. Er war im Konzentrationslager. Er kam mit dem ersten Transport. Er hat hier als Zeuge, das will ich Ihnen vorhalten, ausgesagt, dass Alexander Bandera zwei Tage nach Wassil angekommen ist und sofort von dem Oberkapokral empfangen worden ist. Der hat ihn gefragt, ob er der andere Bandera sei, und dass Alexander Bandera dann sehr bald, nach wenigen Tagen bereits, im Krankenbau abgeliefert worden sei und aus diesem Krankenbau nicht wieder entlassen worden wäre. Nach der Schilderung dieses Zeugen könnten Sie am 8. August Alexander Bandera gar nicht mehr gesehen haben. Ja, erst Wassil am 20. und Alexander zwei Tage später. Ja. Ich habe gesagt, dass Wassil Bandera habe ich nicht gesehen. Denn Alexander Bandera habe ich gesehen. Ja. Und einen Tag, nachdem ich gesehen habe, nächsten Morgen, er ist nach Krankenbau gegangen. Ich merke das sehr gut, dieses Bild steht vor mich noch jetzt, denn er war mein sehr guter Freund. Er saß mit mir auf derselben Zimmer in Montelupich-Gefängnis, und nach der kurzen Zeit, er wurde schon so, wie ich Ihnen beschrieben habe. Ja. Also ich kann Ihnen mal vorlesen, dieser Professor Mirschuk hier gesagt hat. Nach zwei Tagen kam Alexander Bandera. Wassil Bandera war schon tot. Dr. Alexander Bandera kam in dasselbe Kommando. Kral sagte zu ihm: Dein Bruder ist schon tot, du wirst auch noch dran kommen. Das hat er nach dem Appell gesagt, als die Arbeitskommandos zusammengestellt wurden. Er rief laut: Wo ist der zweite Bandera? Der Oberkapo Kral und der Kapo Potulski haben gesagt zu ihm: Versuche nicht zu entkommen, dein Bruder ist schon erledigt, heute kommst du an die Reihe. Dr. Alexander Bandera wurde ebenso wie sein Bruder geschlagen. Er wurde dann auf den Schubkarren gelegt und abends in dem HKB von Häftlingen gebracht, in den Häftlingskrankenbau. Ich habe ihn nachher nicht mehr gesehen. Am nächsten Tage habe ich gehört, dass er ebenfalls schon tot sei. Also nach dieser Schilderung und der darin enthaltenen zeitlichen Reihenfolge wäre es nicht möglich, dass Sie am 8. August Alexander Bandera noch gesehen hätten. Aber Sie sind sich sicher, dass Sie ihn gesehen haben? Ja, das ist richtig. Dann etwas, bitte. Ja, es ist möglich, dass er die Zahl der Tage vergessen hat, denn wir sehr oft nicht wussten, was für Tag es ist. Ja, dann etwas anderes. Sind Sie sicher, dass Sie im Januar, also Anfang 1943, von dem Angeklagten Stark in die Aufnahmeabteilung geholt worden sind? Ungefähr in dieser Zeit. Das war Anfang des 43. Kann es nicht schon Dezember 42 gewesen sein? Vor Weihnachten 1942? Es kann sein. Es kann sein. Aber das war in der Zeitraum von den Feiertagen. Wissen Sie, wie lange der Angeklagte Stark in dieser Aufnahmeabteilung Ihr unmittelbarer Vorgesetzter gewesen ist? Nicht zu lang. Ich kann nicht sagen, ob er 3 Monate oder nicht sogar 3 Monate mein unmittelbarer Chef gewesen ist. Haben Sie einmal davon gehört, dass der Angeklagte Stark
während dieser Zeit Studienurlaub gehabt hat? Studienurlaub? Ja, wir konnten nur bemerken, dass er nicht jeden Tag in den Kommando kommt. Aber es ist sehr möglich, dass er längere Zeit unanwesend war. Ich merke das nicht. Nach dem, was wir bisher zu dieser Frage gehört haben, ist der Angeklagte Stark am 1. Dezember 1942 bereits von Auschwitz weggegangen, um im Reichsgebiet zu studieren. Und erst 1943 ganz kurz nach Auschwitz zurückgekehrt. Das ist möglich. Ich merke nicht, denn er nicht jeden Tag in dem Büro gewesen ist. Ja, aber er ist dann gar nicht mehr praktisch als Ihr Chef in Erscheinung getreten. Nachdem er zum Studienurlaub weggefahren war, kam er gar nicht zurück, um dort noch Dienst zu machen. Verzeihen Sie bitte, Herr Beisitzer, aber Sie stellen das so fest, bitte können Sie das nicht in der Soll, er soll, das ist seine Einlassung, denn sonst wird der Zeuge so unsicher. Herr Rechtsanwalt Rabe, ich habe gesagt, nach dem, was wir bisher hier festgestellt haben, ist es so gewesen. Vielleicht ist Ihnen das entgangen. Ich weiß, dass ich außerdem haben wir doch die Studienbücher verlesen. Ich weiß, dass ich sehr kurz mit dem Stark gearbeitet habe. Sehr kurz? Ja, sehr kurz. Ich bin sicher, es war sehr kurz. Wenn ich 3 Monate gesagt habe, das war das höchstens, ja. Können die Söhne dieses holländischen Obersten Beckmann geheißen haben? Beck, Robert und Beck Hans, ich meine, aber diesen Namen kann ich Ihnen nicht sicher sagen. Robert der Jüngere. Dankeschön. Von Seiten des Gerichts noch Fragen, bitte schön. Welche Häftlingsnummer? 57340. 57340, danke. Bitte? 57340. Herr Zeuge, Sie erwähnten vorhin diesen Transport aus Lemberg, für dessen Angehörige Sie sich eingesetzt haben und die dann von Dulewski auch unterstützt wurden, denen er geholfen hat. Handelte es sich dabei auch um einen Ukrainer-Transport? Oder weshalb haben Sie sich gerade für diesen Transport so eingesetzt? Hat der Zeuge gesagt, es wären ungefähr 120 bis 50 150, Ukrainer. Also ich hatte nur Personen verstanden, ja. Deshalb hatte ich mir... Nur, ja. Das waren nur Ukrainer, politische Häftlinge, die wegen Angehörigkeit zu der Bandera-Bewegung verhaftet wurden. Und die waren von dem Gefängnis in Lemberg nach, ja. Hatte den, nach Auschwitz in Birkenau gekommen. Hatte denn der Angeklagte Dulewski damals die Möglichkeit, sich derart für einen Transport einzusetzen, dass der entgegen offenbar der ursprünglichen Bestimmung von Birkenau nach Auschwitz verlegt worden ist? Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber in ersten Worten, er hat gesagt, er glaubt nicht, er kann mir was helfen, denn wenn ich für einen gebeten hätte, das geht schon, aber für solche, er sagt, ich zweifle, aber ich werde versuchen. So hat er mir gesagt. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie in ukrainischen Zeitschriften den Prozessverlauf verfolgt haben. Wann haben Sie sich denn entschlossen, sich als Zeuge zu melden? Oh, als Zeuge? Und an wen hatten Sie sich gewandt? Ich habe Verbindung mit dem Rechtsanwalt Straube gehabt. Das ist gut 4 Jahre schon. Ja, das haben Sie ja schon erwähnt. Haben Sie später nie mehr Ihren Namen irgendwie
oder sich als Zeuge angeboten, zur Verfügung gestellt? Jawohl, das habe ich der Familie und dem Herrn Dilewski habe ich Brief geschrieben. Ich bin fertig, ihm als Zeuge zu kommen. Nach diesem Vorfall von vor 4 Jahren, jawohl, also in der Zwischenzeit? Jawohl, in letzten, wenn der Prozess angefangen ist, ich habe den Brief bekommen mit der Frage, ob ich als Zeuge nach Deutschland kommen wollte. Das habe ich ja gesagt und ich war fertig, hier zu kommen. Wann sind Sie denn rübergekommen? Sie hatten vorhin gesagt, Sie haben am 25. Februar Geburtstag. Wo haben Sie denn in diesem Jahr Ihren Geburtstag gefeiert? In diesem Jahr? Ja. Ich war in Rom. Ich war, dort war ein ukrainischer Kardinal, welcher aus russischen Konzentrationslager nach 18 Jahren entlassen wurde. Und er war als Metropoliten und er war jetzt als Kardinal eingestellt. Und das war eine große Zeremonie in Rom. Und ich habe diese Gelegenheit ausgenutzt, das Gericht mich am 5. hierher ruft. Ich habe zugezahlt und ich habe nach Rom gefahren. Sie erwähnten diesen Kardinal, diesen Neuernannten. Gab es in der Gruppe, in der Bandera-Gruppe, auch einen ukrainischen Geistlichen in Auschwitz im Lager? Jawohl, es waren 3 Geistlichen, Priest Kowalski Juri. Sie brauchen den Namen nicht im Einzelnen. Ja, 3 Domanski und Klemchak. Priest Klemchak. Ist Ihnen etwas davon noch bekannt oder in Erinnerung, dass ein ukrainischer Häftling im Block 11 eine Funktion ausgeübt hat? Ein Arzt? Als Arzt, ja. Ja, ja. Als Arzt war es ist so nahezu. Können Sie sich noch an dessen Namen erinnern? Ich werde Ihnen später sagen, wenn ich... Im Augenblick ist er Ihnen nicht... Im Augenblick ist es unmöglich. Würden Sie sich bitte mal dieses Bild ansehen, ob Sie den Mann, der darauf abgebildet ist, erkennen können? Nein. Diesen Mann kann ich. Sehr ähnlich war in Gefängnis in Heiligenkreuz. Nein, es soll sich um einen ehemaligen SS-Angehörigen von Auschwitz handeln. Wenn er wäre in anderen Kleidung, es ist möglich, dass es... Sie hatten vorhin den Namen... Den Dilewski, aber es ist sehr nahe, was ich sagen kann. Sie hatten vorhin den... Augenblick noch. Ich habe SS-Männer nur in der Mütze gesehen und in der Kleid so... Sie hatten vorhin den Namen Klaus, des SS-Unterscharführers Klaus genannt. Ja. Ist er das? Ich habe niemals Klaus gesehen. Sie haben nur den Namen. Nein, ich habe nur Namen gesehen. Ich möchte das Bild gleichwohl dem Gericht überreichen. Es handelt sich um eine Fotografie des SS-Unterscharführers Otto Klaus, geboren am 16.01.1903 in Laufen am Neckar. Vielleicht kann der Angeklagte Stark sich das Bild nachher nochmal ansehen. Dann noch eine letzte Frage. Sie hatten vorhin von sich aus schon verschiedene Einzelfragen
aufgeworfen und beantwortet, die auch in dem Beweisantrag des Verteidigers enthalten sind. Hatten Sie sich vorher mit irgendjemand darüber unterhalten, was Sie hier als Zeuge bekunden sollen? Ich habe gestern mit Herrn Rechtsanwalt gesprochen. Ich habe ihn Visit gemacht und ich habe ihn gefragt, wo und wie ich sich hier befinden kann und wie ich kommen kann. Und er hat mir das gesagt, was das Schwerste in der Frage des Herrn Dilewski ist. Hm. Das Schwerwiegendste in den Vorwürfen offenbar, ja? Schwerste Vorwürfe. Ja, das hat er Ihnen gesagt und deshalb konnten Sie heute so prompt antworten. In welchem Verlag ist dieses Buch erschienen, das Sie dem Gericht überreichen wollen? Es ist in München. Aber bei dem Dr. Wintoniak? Nein, es ist die Samtarbeit verschiedener Leute, die in Bandera-Bewegung tätig sind, aber es ist in United States ein Buch, welcher sehr in historischen Wege schreibt. Er hat die Dokumenten aus Bonn, aus London, aus Paris und aus Washington gehabt. Ja. Er heißt Armstrong. Ist in deutscher Sprache erschienen, deshalb hatte ich gefragt, ob das in deutscher Sprache ist. Und das andere in englischen Sprache. Ja. Ist Ihnen der Name des ukrainischen Arztes inzwischen wieder in Erinnerung gekommen? Noch nicht. In diesem Buche steht mein Name, was ich gemacht habe, und in dem anderen Buche auch. Herr Klimaschin, ich habe eine Frage jetzt noch. Sie sagten eben, dass Sie den Unterscharführer Klaus selbst von Auschwitz her gar nicht gekannt haben. Von Auschwitz her. Damals im Lager haben Sie den nie gesehen. Den Unterscharführer Klaus. Nein. Klaus. Sie sagten uns aber vorhin, dieser Mann habe seinen Namen so komisch ausgesprochen, Klaus. Ja, das. Woher wissen Sie das? Das war zwischen den Häftlingen. Zwischen den Häftlingen? Ja. Klaus, die haben solche Namen, hat mir eingefallen und ich habe gehört, so ausgesprochen, Klaus, und die haben gesagt, dass er so ausspricht. Also diese Einzelheit wissen Sie noch? Von einem Mann, den Sie selbst gar nicht gekannt haben. Diese Einzelheit, diese Besonderheit ist Ihnen in Erinnerung geblieben von einem Manne, den Sie gar nicht gekannt haben. Nein, ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe noch eine Frage. Hatten Sie jemals mit dem Leichenträgerkommando zu tun? Bitte? Mit den Leichenträgern? Nein. Niemals. Ich wollte nur fragen, Sie wissen also auch nicht, wie innerhalb dieses Kommandos einzelne SS-Angehörige, insbesondere beispielsweise etwa Dilewski, genannt oder gerufen worden sind. Nein, gut, ich habe sehr oft die Wagen mit den Leichen gesehen. Es war verboten, die Mütze abnehmen, wenn die vorbeigingen. Aber die Häftlinge machten das doch, denn wenn die Wagen vor uns gegangen sind. Wir haben die Mützen abgemacht. Herr Reichsanwalt Amund. Herr Zeuge, wann genau oder wann ungefähr sind Sie denn zur politischen Abteilung, zur Aufnahmeabteilung gekommen? Diesen Tag kann ich nicht Monat sagen. Bitte. Den bitte? Monat werden. Das war doch eine sehr starke Verbesserung Ihrer Tätigkeit im Lager. Ich kann das nicht sagen. Es konnte sogar am Anfang des Dezember sein. Denn es war, ich weiß, dass es war, als ich schon im Straßenreiniger, warten Sie, es war sicher
sicher in Anfang Dezember, es konnte sein, aber ich kann nicht sagen, wann genau ich in diesen Kommando gekommen bin. Ja. Ja. Sie haben uns vorhin gesagt, Sie nehmen an, dass Sie etwa 3 Monate unter Stark gearbeitet haben. Längstens, sagt es, es konnte sein, das Höchste, was ich sagen kann. Aber ob es so viel war, ich kann jetzt nicht sagen, denn ich weiß, dass ich schwören soll. Können es auch nur wenige Wochen gewesen sein? Es konnte auch sein. Können es auch nur wenige Tage gewesen sein? Nein, einige Tage war es nicht. Es waren einige Wochen. Ja, das waren wenigstens 3 Wochen, wenigstens 3 Wochen. Sagen Sie, Sie haben vorhin ein Urteil über Herrn Dilewski abgegeben. Dilewski war doch, war Dilewski denn zu irgendeinem Zeitpunkt Ihr direkter Vorgesetzter? Mein Vorgesetzter? Ja. Es ist möglich, dass er war, aber davon habe ich nicht gewusst, denn ich habe nach dem Stark, habe ich unter dem der Aufsehen des Hoffmann, Hoffer, SS-Mann, Hoffer gearbeitet habe. Es war schon Hoffer. Das habe ich jetzt erinnert. Nach dem Stark war Hoffer. Er war noch nicht in der Zeit Unterscharführer. Er wurde befördert, nachdem er in unserem Kommando gearbeitet hat. Wie oft hatten Sie denn überhaupt in dieser Zeit mit Dilewski zu tun? Vier oder fünf Mal habe ich ihn gesehen. Ob ich dreimal mit, warten Sie, drei oder viermal habe ich mit ihm gesprochen. Er hat mit mir sehr selten ja, also ungefähr 3 bis 4 bis 5 Mal haben Sie mit ihm gesprochen. Gesehen habe ich ihn, es kann sein, mehrmals, aber nicht mehr als 7, 8 Mal. Insgesamt? Jawohl. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, die Ukrainer hätten keine bessere Behandlung im Lager gehabt, wie die anderen Häftlinge. Ich nehme an, also auch keine bessere Behandlung wie die polnischen und wie die jüdischen Häftlinge. Wollen Sie das ernsthaft aufrechterhalten? Jawohl, das wollte ich sagen, dass wir außerdem, dass wir abgetrennt von den Polen wurden, es war gar nichts anderes von der Bevorzugung gewesen für unsere Gruppe, Bandera-Gruppe, sogenannte Bandera-Gruppe. Wir haben nur eine gemeinsame Stube gehabt. Verzeihen Sie bitte. Die Stube und die Arbeitskommando, welche war nur Ukrainer, dort waren Ukrainer. Aber nachdem schon in dem 44 einige von diesen Leuten, die Verbindungen gehabt haben, haben bessere Kommando sich verschaffen. Ist es nicht so, dass die ganzen Mitglieder der Bandera-Gruppe in gute Positionen im Lager gekommen sind? Widerspreche diese Frage in dieser Form. Ist eine Suggestivfrage. Ist es nicht so? Herr Zeuge, in welchen Arbeitsstellungen haben
die Mitglieder ihrer Gruppe im Lager gearbeitet? Wir haben, es waren ja dann nur noch 13, die Sie vorhin sagten, nicht wahr? Bitte? Von den 24 waren es doch 13 gestorben. Gut, dann waren es noch 11 oder wie viele waren sonst von der Bandera-Gruppe im Lager? Es waren 2 Transporte, vergessen Sie nicht. Und von dem ersten Transport sind 13 verstorben. Und die andere Gruppe, welche später gekommen ist, aus der Gruppe 3 gestorben sind. Und wir waren circa 30 diese 30 Mann. Sie waren gemeinsam untergebracht. Ja. Dann wussten Sie durch die gemeinsame Unterbringung, in welchen einzelnen Kommandos Ihre Kameraden gearbeitet haben. Jawohl, das wusste ich, denn ich war Älteste der Gruppe. Dann waren Sie besonders gut unterrichtet. Und in welchen Kommandos haben Ihre Kameraden gearbeitet? Wir haben in SS-Küche 2 Leute gehabt, in Schlachthaus einige Leute gehabt, wir haben in Bekleidungskammer einige gehabt, wir haben in Wäscherei einige gehabt, wir haben ich glaube, das genügt. Dankeschön. Ich habe keine weiteren Fragen. Wir haben nie eine führende Rolle gespielt. Stelle gehabt. Wir haben immer über uns einen Vorarbeiter oder den Blockführer oder den Capo gehabt. Wie unsere Leute niemals als Capo gearbeitet haben oder was. Es waren wie ich das gehabt habe, die Leute, die Ukrainer waren in der Zahl, ich meine die erste Gruppe nach den Juden. Es waren so viele Ukrainer in Konzentrationslager, aber die waren als Polen oder als Russen betrachtet. Die wollten uns nicht als Nationalität nur nach der Staatsangehörigkeit behandeln. Und die haben uns gezwungen, P, das heißt Pole, oder R, das heißt Russe, auf dem Winkel tragen. Wollte sagen, dass die Muselmänner, sogenannte Muselmänner, es waren die meistens Ukrainer, aber die haben R oder P getragen. Und wenn die Statistik jemand machen wollte und wir konnten seine Geburtsort wissen. Es waren sehr viele Ukrainer und das kennt man nicht, das weiß man nicht, denn die haben nach uns die Spuren vernichtet. Das ist richtig. Herr Rechtsmatraber, hatten Sie noch was zu fragen? Ja, ich habe noch was zu fragen. Und zwar, Herr Zeuge, waren Sie einmal in Block 10? Ich war einmal in Block 10, wann die Frauen gekommen sind und ich sollte die Aufnahme machen. Ich war mit dem SS-Mann Hofer. Mhm. Ja. Ich habe diese Frauen gesehen. Und ich habe gesehen, dass die Fenster gedeckt waren. Wie lange waren Sie denn etwa zeitmäßig? Waren Sie noch eine Stunde drin oder eine halbe Stunde? Nein, es war höchstens eine halbe Stunde, aber Hofer war hier und ich habe hier die Personalien 2 oder 3 Frauen genommen und wir gingen aus. Aha, Sie saßen also die ganze Zeit an einem Tisch und der Hofer hat da mit Ihnen gearbeitet, ja? Jawohl. Aha. Sind Sie sonst noch jemals auf diesem Block 10 gewesen? Nein, niemals. Es war
Ich brauchte nicht. Ja, ja. War das im Parterre oder im ersten Stock? Es war auf dem ersten Stock, wo ich gewesen bin, diesen einmal. Aha. Sie sagten eben, dass Sie gearbeitet haben mit Hofer und dann sind Sie gleich wieder weggegangen. Hatten Sie dabei Zeit, sich etwa nah an die Fenster heranzustellen und an den Fenstern entlang zu gehen? Nein, ich habe das nicht gemacht. Es war verboten. Er hat mich eingeführt und er hat mit mir ganze Zeit gesessen. Aha. Sie haben also die ganze Zeit gesessen und waren nicht an den Fenstern. Dankeschön. Dankeschön. Herr Rechtsanwalt Dr. Laternze, Herr Rechtsanwalt Steinacker, die übrigen Herren Verteidiger, die Angeklagten, Dulewski, wollten Sie noch etwas sagen dazu? Nein. Auch die übrigen, Claire, ja. Herr Präsident, ich hätte an den Zeugen zwei Fragen zu stellen. Bitte schön. Herr Zeuge, können Sie sich daran erinnern, wie lange Sie bei diesem Klebekommando waren, diese Desinfektionskommando? Bitte? Können Sie sich vielleicht daran erinnern, wie lange Sie bei diesem Kommando waren, wo Sie die Blecke verklebt haben zum Vergasen? Wie lange waren Sie dabei? Es war gut mehr als 3 Wochen, denn wir haben so gearbeitet, um das ziehen wie möglich. Es sind dann vielleicht noch etliche ehemalige Häftlinge bekannt von dem Kommando. Ein gewisser Färber, ist Ihnen das ein Begriff, der Name Färber? Färber? Ja. Oh, wir haben nach Namen die Häftlinge nicht gewusst, wir haben nach Nummern gewusst. Und die SS-Männer, die das Gas ausgelegt haben in dem Block, sind Ihnen da Namen bekannt? Bitte? Von SS-Männern, die das Gas ausgestreut haben, sind dann in Namen bekannt? Wir haben das nicht gesehen, denn die waren in Gasmasken, die haben das gemacht und alle Häftlinge sind weg von dem. Es war Gefahr des Todes und die haben uns weggeführt, wann das vergast war. Und diese Vergasung dauerte 1 Woche. Denn in einem Tage die vergast haben, später die haben die Fenster und Türe aufgemacht, um Gas ausgeht. Und nachdem war schon in der Mitte frische Luft, dann könnten wir reingehen und diese Blöcke zu saubern. Und in dieser Zeit, wann dieses Vergasung dauerte, ich arbeitete in Steinbruch-Kommando und das habe ich schon gesagt. Ja. Also Sie kennen keine SS-Männer mehr, die mit der Vergasung tätig waren? Nein, aber das war diese Vergasung, das war Desinfizierung. Ja, ja, ist uns klar. Ich kann diese SS-Männer nicht mehr. Wir haben nicht gesehen. Erzeuge mich. An mich erinnern Sie auch nicht gesehen zu haben. Bitte? An mich erinnern Sie sich auch nicht gesehen zu haben. Bei dieser Vergasung, meine ich, bei diesem Verklebungsvergasungskommando. Es ist möglich, aber wir haben schon gute 42 Jahre. Ja, so. Steht das? Ich habe mich geändert. Noch. So. Haben Sie den Namen Claire mal gehört? Claire? Claire. Nein. Dankeschön. Wenn keine Fragen mehr sind, Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Können Sie schwören? Jawohl. Ja. Ich möchte noch... Wollten Sie noch was hinzufügen? Ich wollte zugeben, dass ich hier gekommen bin, wie ich gesagt habe, um der Gerechtigkeit zu dienen. Und ich bin fertig, das, was ich gehabt habe, mit der Eide zu bekräftigen. Ja. Anlangt, den der Nebenklägervertreter Dr. Kaul auf Vernehmung des Dr. Ambos gestellt hat, so ist das Beweisthema, das er in das Wissen dieses Zeugen gestellt hat, nicht für die Entscheidung dieses Prozesses von Erheblichkeit. Es müsste sich aus diesem Beweisthema ergeben,
dass dieser Zeuge zu irgendeinem der hier Angeklagten oder der hier Angeschuldigten Taten irgendetwas aussagen kann. Das hat noch nicht einmal Dr. Kaul behauptet und infolgedessen muss dieser Beweisantrag abgelehnt werden. Was nun der weitere Beweisantrag anlangt, und zwar auf Vernehmung des Kollegen Eckert, so handelt es sich dabei um einen Beweisantrag, der eigentlich die gesamte Verteidigung betrifft, und zwar aus folgenden Gründen. Es scheint hier nicht bei allen Prozessbeteiligten bekannt zu sein, dass es Pflicht eines jeden Verteidigers ist, bevor er namens eines von ihm verteidigten Angeklagten einen Beweisantrag stellt, den in Frage kommenden Zeugen entweder schriftlich oder mündlich befragt, was er zu dem in Frage kommenden Beweisthema überhaupt aussagen kann. Hier wird es bisweilen so hingestellt, und zwar ergab sich das aus den Ausführungen des Kollegen Ormond, der es anscheinend die Pflichten des Verteidigers nicht in vollkommenem Umfang kennt, dass schon die Tatsache allein, dass ein Verteidiger einen Zeugen aufsucht und mit dem spricht, eine Standeswidrigkeit sei oder ein Verstoß gegen die Regeln, die für Verteidiger gelten. Ich muss mit allem Nachdruck erklären, dass es die Pflicht eines Verteidigers ist, bevor er einen Beweisantrag stellt, wird leider gegen diesen Grundsatz häufig verstoßen, sich zunächst orientiert, ob dieser Antrag, wenn er ihn stellt, auch im Interesse des Angeklagten ist. Denn ein Verteidiger darf nur einen Antrag stellen, der das Interesse des von ihm vertretenen Angeklagten auch wahrnimmt. Das zunächst allgemein. Es darf also selbstverständlich ein Verteidiger mit Zeugen sprechen. Das darf in einem Prozess, in dem doch Staatsanwaltschaft und Verteidigung gleichgeordnet sind mit dem Gericht, wo die Staatsanwaltschaft das doch in fast jedem Falle tut, dann müssen das selbstverständlich auch die Verteidiger dürfen. Und diejenigen Verteidiger, die das nicht genügend tun, die erfüllen nicht ganz ihre Pflicht als Verteidiger. Nun, der Beweisantrag, den der Nebenklägervertreter Dr. Kaul gestellt hat, das ist zum Teil sogar ein unzulässiger Beweisantrag, insoweit er nämlich behauptet, der Kollege Eckert habe die Zeugin im Hotel aufgesucht, das darf er selbstverständlich, und habe sie beeinflusst. Das Behaupten, sie beeinflusst zu haben, ist ein Urteil, das allein kein Beweisthema ergibt, sondern ein Beweisthema ergäbe sich erst dann, wenn Tatsachen angeführt werden, aus denen sich ergibt, dass eine solche Beeinflussung stattgefunden hat. Ich finde, dass diese aus der Luft gegriffene Behauptung des Dr. Kaul, Herr Dr. Eckert, habe beeinflusst, ohne Einzelheiten dafür anzuführen, ist tatsächlich das, als was es der Kollege Stolte bezeichnet hat, nämlich eine ausgemachte Unverschämtheit. Dazu Folgendes sagen. Der Antrag auf Vernehmung der Zeugin Barbara Gross-Poschimska ist bereits von den Anwälten Dr. Stolting II und Eckert am 25.11.64 gestellt worden. Es bestand also nicht der mindeste Anlass für einen der beiden Herren, die Zeugin am Tag vor ihrer Vernehmung im Schwurgericht in Frankfurt aufzusuchen. Der Sachverhalt ist also völlig anders gelagert, als er eben von Herrn Dr. Laternser vorgetragen worden ist. Ich darf noch dazu. Lage ist mir auf diese Dinge. Ja, ich glaube, die Antwort ist von hinten schon gegeben worden. Das, was nun der Kollege Ormond vorgetragen hat eben, dass keine Notwendigkeit dafür bestanden habe, am Tage vor der Vernehmung mit der Zeugin noch einmal zu sprechen. Das ist auch eine Behauptung, die aus der Luft gegriffen ist. Die Frage, ob eine Notwendigkeit für eine wiederholte Besprechung besteht, liegt allein in der Entscheidung des Verteidigers. Für den Fall, dass sich in der Zwischenzeit im Laufe der Hauptverhandlung etwas ergeben haben sollte, dass zum Beispiel der Verteidiger über das der Verteidiger zum Beispiel die am nächsten Tage zu vernehmende Zeugen befragen will, dann kann er das selbstverständlich tun. Der Verteidiger kann mit jedem Zeugen sprechen.
zu jeder Zeit, zu der sich der Zeuge darauf einlässt, egal ob Entlastungszeuge oder Belastungszeuge, das darf er jederzeit tun, ohne dass nachteilige Schlüsse gezogen werden. Er darf nur eines nicht tun. Er darf keinen Zeugen beeinflussen. Das ist die einzige Grenze. Und wenn zum Beispiel also dieses Beweisthema gestellt worden ist, Dr. Eckert habe beeinflusst, so ist das tatsächlich ein Beweisthema, was keines ist. Denn dafür müssen die Tatsachen angeführt werden, aus denen der Schluss gerechtfertigt ist, Dr. Eckert habe beeinflusst. Das ist etwas, was völlig außer dem Rahmen des Möglichen ist, dass der Kollege Eckert, den wir alle sehr schätzen, irgendeine Einflussnahme auf irgendeinen Zeugen ausgeübt haben könnte. Das kann nur in der Fantasie des Nebenklägervertreters Dr. Kaul entstehen, dem sich leider in dieser Richtung sogar der Kollege Ormond angeschlossen hat. Ich bitte nun, die Zeugen hereinzurufen. Ich wollte auch noch was sagen. Was möchten Sie? Ich möchte auch etwas dazu sagen, wenn Sie erlauben. Es handelt sich hier nicht um die Person eines bestimmten Verteidigers, wie er auch immer heißen mag, sondern, wie Herr Kollege Dr. Laternsa zutreffend sagt, um eine grundsätzliche Frage. Eine grundsätzliche Frage, die nicht ernst genug behandelt werden kann. Es ist undenkbar, dass die Verteidigung insoweit beschränkt wird, dass jedes Mal, und das kann jedes Mal behauptet werden, wenn ein Zeuge etwas Günstiges aussagt, dann geltend gemacht wird, dieser Zeuge ist beeinflusst worden. Denn dass der Anwalt, der Verteidiger berechtigt ist, mit den Zeugen zu sprechen und verpflichtet ist, das dürfte ja feststehen. Sicherlich ist, dass er sie nicht beeinflussen darf. Aber woher weiß man denn, ob er beeinflusst? Einfach aus einer günstigen Aussage zu schließen, der Zeuge ist beeinflusst, ist absolut fehlerhaft. Und ein Verteidiger und ein Anwalt kann nicht genug unterstreichen, dass es das primitivste Recht und die absolute Pflicht des Verteidigers ist, sich mit dem Zeugen in Verbindung zu setzen, zu befragen die Zeugen, was sie von dem Vorfall wissen. Das darf nicht als anrüchig angesehen werden, denn wenn es das wäre, wenn es das würde, so würde eine Verteidigung überhaupt sinnlos sein. Ich bitte die Zeugen heranzurufen. Herr Staatsanwalt. Herr Vorsitzender, ich hatte in der letzten Sitzung ein Bild.